Hallo. Dankeschön fürs Kommen und nochmal danke für die Einladung an das tolle Team von Creative Mornings. Ja, liebe Creatives, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Veronika Winter, bin 23, komme aus Oberösterreich und stehe jetzt vor euch, weil ich eingeladen worden bin, zum Thema Justice zu sprechen. Und zwar ganz konkret, weil ich jetzt bei Fridays for Future so aktiv bin und mich für Gerechtigkeit einsetze, und zwar für Klimagerechtigkeit. Ich möchte euch heute ganz kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist, also was so mein Zugang zum Thema Gerechtigkeit und Justice ist und wie es dazu gekommen ist, dass ich mich bei Fridays for Future, der mittlerweile größten Klimagerechtigkeitsbewegung der Welt, engagiere. Ich möchte euch dann auch erzählen, was Fridays for Future unter Justice versteht und ganz wichtig, wie alle hier, also jeder und jeder Einzelne, dazu beitragen kann, ein bisschen mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Ja, gestern um dieselbe Zeit war ich gerade auf dem Weg zu einer Pressekonferenz, weil gestern Greenpeace bekannt gegeben hat, dass sie den Staat verklagen werden, und zwar zum Verfassungsgerichtshof zu gehen, weil unsere Politik gerade nicht genug dafür tut, um unsere Menschenrechte zu wahren. Und ja, es ist dazu gekommen, dass ich, Studierende, ganz normal Lehramt Deutsch und Biologie, jetzt eine Klage beim Verfassungsgerichtshof einreiche, weil ich einfach erkannt habe, dass es Gesetze gibt, die gegen unsere Grundrechte verstoßen. Also wie ihr alle wisst, die Menschenrechte sind ja in der österreichischen Verfassung festgeschrieben. Aber es gibt Gesetze, die jetzt gerade klimaschädlich wirken und die Klimakrise befeuern. Und das kann es einfach nicht sein, dass im Jahr 2019 immer noch Gesetze erlaubt sind, die eben gegen unsere Grundrechte verstoßen. Und ehrlich gesagt, vor einem Jahr hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass ich mich jetzt zu einer Pressekonferenz setze und das bekannt gebe. Bei mir war das so, ich bin in Oberösterreich aufgewachsen, am Land, und habe halt immer gelernt, nachhaltig zu leben, im Einklang mit der Natur, in gegenseitigem Respekt zu den Menschen um mich herum. Ich bin ja in der Schule auch immer extrem sensibel drauf gewesen, auf soziale Ungerechtigkeiten. Und was draußen in der Welt passiert, hat mich noch nie kalt gelassen. Was mich ganz konkret betroffen hat während meiner Schulzeit, war es, dass im Schulsystem und gerade in den letzten Jahren hat sich einfach herausgestellt, dass das keine fairen Bedingungen sind. Also Leute werden einfach, es kommt halt darauf an, in welcher Familie man groß geworden ist und wie halt die Chancen verteilt werden. Ich wollte immer was verändern in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, und habe mir gedacht, ja, warum nicht gleich im Klassenzimmer damit anfangen? So ist es halt dazu gekommen, dass ich Lehramt studiert habe, Deutsch und Biologie. Und ja, wie ihr alle wisst, das ist ein langer Weg. Man muss ziemlich viel auf der Uni investieren und man lernt halt irgendwie, dass die Ideale, die man so in der Schule lernt und im Studium, draußen in der Welt manchmal gar nichts mehr zählen. Also ziemlich wenig. Und das wollte ich halt nicht wahrhaben. Ich wollte eben immer was verändern. Und gerade in den letzten Monaten ist für mich das Thema Klimagerechtigkeit immer größer geworden. Wie ihr alle wisst, vor einem Jahr hat Greta Thunberg beschlossen, dass sie nicht mehr in die Schule geht. Sie hat gesagt, sie streikt jetzt die Schule, weil sie nicht einsieht, dass sie für eine Zukunft lernt, obwohl niemand gerade genug dafür tut, diese Zukunft zu sichern. Und wie ihr alle wisst, in den letzten Monaten haben es sie Hunderttausende gleichgemacht und sind auf der ganzen Welt aufgestanden, weil sie sich für ihre eigene Zukunft einsetzen wollen. Und das hat mich wirklich inspiriert, dass jetzt junge Menschen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Und ich habe einfach erkannt, dass mich das genauso betrifft. Also das betrifft uns alle, was jetzt gerade mit dem Weltklima los ist. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr vielleicht eine Ahnung habt, was diese Streifen hier symbolisieren. Kennt das vielleicht jemand? Genau, also da haben, da ist quasi die globale Temperatur in Farben dargestellt. Und schaut euch das bitte mal an.
und lasst es auf euch wirken. Das sind die globalen Temperaturen vom Jahr 1850 bis 2018. Und gerade in den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich das Weltklima um einiges erhitzt. Also wenn wir in solchen Zeithorizonten denken, dann würden wir uns fragen, puh, okay, unsere Zukunft schaut eigentlich ziemlich rot aus. Und gerade, also mir ist das einfach bewusst geworden, ich war immer sensibel drauf, dass man halt schaut, dass man im Einklang mit der Natur lebt, dass man eben sein Bestes tut, dass man versucht, nachhaltig zu leben und klimafreundlich, weil man es halt beigebracht bekommen hat. Aber wenn man eben liest, wie ernst es um unsere Lage ist, dann fragt man sich, ist es eigentlich gerecht, dass ich jetzt in einer Welt lebe, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr erhitzt worden ist, und ich dann mit dieser Zukunft einmal klarkommen muss. Und wenn man sich das so fragt, kann es sein, dass man zuerst mal wütend wird, auf vielleicht Generationen vor uns, die das ja eigentlich auch gewusst haben, dass mit steigenden Emissionen das Klima erhitzt wird. Und mir ist es zum Beispiel so gegangen, ich bin manchmal echt wütend geworden und habe mich gefragt in den letzten Monaten, wieso hat man nicht früher was gemacht? Und vielleicht empfinden das manche als ungerecht. Aber ich kann das auch nicht als ungerecht empfinden. Also man muss sich halt auch immer denken, Menschen waren einfach nicht so informiert, wie wir es heute sind. Und ich kann mich nicht damit abfinden zu sagen, ja, das ist jetzt ungerecht, aber ich mache nichts dagegen. Es ist jetzt einfach so, wir leben jetzt in dieser Zeit und in diesem Raum und jetzt wollen wir etwas verändern, weil heute die einzige Chance ist, die wir haben. Und deswegen engagiere ich mich jetzt bei Fridays for Future für globale Klimagerechtigkeit und für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Das denken sich eben weltweit tausende junger Menschen und sie schaffen es, dass sie das öffentliche Bewusstsein gerade im letzten Jahr einfach gesteigert haben. In Wien, in Berlin, in Europa und auf der ganzen Welt. Die letzte große Demonstration war in Wien am 31. Mai, wo auch Greta Thunberg dabei war. Und wir waren 35.000 Menschen auf der Straße. Und all diese Menschen vereint eben der Gedanke, dass es um ihre Zukunft geht und dass sie endlich die politischen Rahmenbedingungen für das fordern, damit diese Zukunft möglich wird. Denn mit dem jetzigen System wird das nicht mehr lange funktionieren. Nochmal ein bisschen mathematischer dargestellt, ich möchte euch heute wirklich nicht mit Zahlen konfrontieren, das ist die einzige Tabelle oder Grafik, die ich habe. Und damit wir uns das nochmal bewusst werden, also gerade in den letzten 20 Jahren ist dieser globale Temperaturanstieg, den wir jetzt schon haben, also plus 1,1 Grad, in den letzten 20 Jahren ist die Hälfte davon passiert. Und das wird immer schneller gehen, weil wir einfach auf einer Basis sind, wo wir schon so viele Emissionen ausstoßen, dass wir immer noch mehr ausstoßen. Also wenn ihr euch die Kurve anseht, die geht halt ziemlich steil bergauf und das müssen wir ganz schnell ändern. Gerade in Österreich ist der globale Temperaturanstieg schon bei 2,3 Grad und viele denken sich, ja, was plus 2 Grad, was soll das schon ausrichten? Also ob es heute 18 Grad hat oder 20, macht jetzt doch keinen groben Unterschied. Aber wenn wir uns vorstellen, was passiert, wenn unser eigener Körper Fieber hat, dann wird das schon ein bisschen begreifbarer. Wenn unsere Durchschnittstemperatur so bei 36,5 Grad liegt, dann merken wir das sehr wohl, wenn wir auf einmal bei 38 oder 39 Grad sind. Und gerade wenn wir uns um das Erdklima Gedanken machen, hilft der Vergleich ganz gut, dass unsere Erde auch seit Jahrzehnten Fieber hat, und zwar erhöhte Temperatur, aber dass wir sie nicht durch Klimaschutzmaßnahmen kühlen, sondern dass wir sie immer noch mehr erhitzen und immer noch mehr Emissionen in die Luft blasen. Und das ist so ein simpler Vergleich, der eben auch für Schülerinnen und Schüler
für junge Menschen klar macht, okay, wir müssen etwas ändern. So kann es nicht weitergehen. Wenn wir mehr Emissionen in die Luft blasen, wird es immer noch heißer werden. Und das ist halt auch, glaube ich, dass die große Chance von Fridays for Future, weil eben junge Menschen erkennen, was Erwachsene oder ältere Menschen nicht mehr so gut erkennen können, weil sie eben schon so lange in unserem System leben. Weil wir eben uns gar nicht vorstellen können, wie das sein kann, wenn wir aus fossilen Energien rausgehen. Weil unser jetziges System halt drauf fokussiert ist. Aber junge Menschen sagen ganz klar, Leute, wir dürfen uns nicht fragen, was im jetzigen System möglich ist. Wir müssen uns darauf konzentrieren, wo wir hinwollen. Und wir wollen dorthin, wo die Kurve ganz steil nach unten geht. Und wir müssen uns auf dieses Ziel fokussieren und dann müssen wir den Weg finden. Und nicht von vornherein aufzählen, warum es nicht funktionieren kann. Was eine unglaublich große Bestätigung in den letzten Monaten war, ist, dass einfach so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder herkommen und sagen, ja, die Jugend hat recht und es ist so richtig, was ihr macht. Wenn man selbst eben Wochen oder Monate in dieser Bewegung aktiv ist und merkt, okay, ich arbeite den ganzen Tag, aber es kommt trotzdem so wenig draußen bei den Menschen an. Also das Bewusstsein steigt trotzdem noch nicht oder ja, man glaubt halt, ja, es wird sich dann schon richten. Aber gerade wenn dann wieder diese Bestätigung kommt von Menschen, die seit Jahrzehnten in der Klimaforschung aktiv sind, dann gibt es wieder einen riesengroßen Energieschub. Und gerade jetzt bei mir persönlich war das zum Beispiel so, dass wir ganz eng mit den führenden Klimaforscherinnen in Österreich zusammenarbeiten, vom CCCA, vom Wegener Center. Und die kommen alle her zu uns und sagen, Leute, macht's weiter. Ihr habt so recht in dem, was ihr tut und wir werden euch überall unterstützen. Das ist unglaublich. Wir bekommen Kontakte von allen möglichen Scientists und die sind nur darauf erpicht, dass sie bei einem Streik oder bei einer Demo von uns reden können. Weil sie halt selbst sagen, so viel wie im letzten Jahr weitergegangen ist, also von der öffentlichen Bewusstseinsbildung her, ist davor noch nie passiert. Und diese Bestätigung gibt uns wieder Energie, dass wir einfach weitermachen. Weil man muss schon zugeben, obwohl jetzt ein Jahr jeden Freitag Tausende auf die Straße gegangen sind, gibt es immer noch keine konkreten Pläne, wie wir jetzt Emissionen senken können. Die politischen Entscheidungsträgerinnen sind immer noch nicht bereit, wirkliche Zugeständnisse zu machen. Also gerade in Österreich stehen wir halt vor einer Klimapolitik, die immer noch nicht schnell genug handelt. Wir haben immer noch keinen Plan, wie wir auf Netto Null kommen sollen. Und da gibt es echt, also da, wenn man da wieder aus einem Gespräch rauskommt, merkt man halt, okay, die Arbeit der letzten Monate war wichtig, aber bei den Menschen, die wirklich etwas entscheiden könnten, ist immer noch viel zu wenig angekommen. Und das sind halt so Extreme, die ich in den letzten Monaten gespürt habe, wo es mir auch selbst immer von der Stimmung her einmal rauf und einmal runter geht. Also einerseits gibt es echt viel Rückhalt, auch aus der Gesellschaft oder eben von Scientists, und andererseits spricht man dann wieder mit verschiedenen Vertreterinnen von Parteien, mit vielleicht so wie vorgestern mit dem Nationalratspräsidenten, mit der jetzigen Bundeskanzlerin. Und man merkt halt, okay, es will zwar jeder etwas machen, aber diesen Ernst der Lage, die jungen Menschen jetzt spüren, der ist immer noch nicht angekommen. Und das ist so, glaube ich, die große Herausforderung, dass man trotzdem immer wieder darauf achtet, ja, was sind unsere Werte? Und was ist uns wichtig und was wollen wir erreichen, damit es einfach weitergeht? Und das zentrale Ziel von Fridays for Future ist nichts Neues. Wir fordern eben nur das ein, was die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten fordert und wozu sich auch alle Länder verpflichtet haben. Nämlich die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels vom Pariser Klimaabkommen. Es geht jetzt wieder darum, okay, plus 1,5 Grad, das ist jetzt eine Zahl, die nicht wirklich viel in uns auslöst. Aber wir müssen uns immer fragen,
welche Auswirkungen plus 1,5 Grad in unseren Ökosystemen und mit uns selbst hat. Und es ist so, dass wir jetzt schon die großen Folgen der Klima- und Umweltkrise spüren. Also jetzt schon gab es in diesem Sommer Hitzeperioden in Indien, wo es einfach über 50 Grad gab. Und wir sind erst bei plus 1,1 Grad. Jetzt gerade brennt der Amazonas, Sibirien, und wir sind jetzt schon direkt von den Folgen der Klima- und Umweltkrise betroffen, aber wir sind immer noch nicht bei 1,5 Grad. Das ist so ein Problem, was auch viele Klimaaktivistinnen haben, dass diese Zahlen so schwer zu begreifen sind. Aber man muss sich eben fragen, wie das dann in der Natur ist und wie die Folgen konkret sind. Und die merken wir ja schon jetzt. Das heißt, dass die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels heißt auf keinen Fall, dass es so gemütlich bleibt wie jetzt. Also die Temperaturen steigen ja immer noch und wir wollen ja nur, dass wir bei 1,5 bleiben. Aber wenn wir drüber hinausgehen und zum Beispiel bei 2 Grad bleiben, dann wird es keine Korallenriffe mehr geben. Dann werden diese ganzen Extremwetterereignisse, die wir jetzt schon spüren, um ein Vielfaches häufiger auftreten. Das heißt, es ist absolut keine Möglichkeit. Wir dürfen uns einfach nicht darauf fokussieren, zu sagen, okay, wenn es 1,5 nicht wird, dann nehmen wir halt die 2 Grad. Das ist keine Option. Es ist unglaublich wichtig, dass wir die globale Erhitzung bei 1,5 begrenzen und nicht drüber hinausgehen. Und das ist eben eine zentrale Forderung von Fridays for Future. Und wenn man sich fragt, wie das gelingen kann, gibt es verschiedene Wege. Verschiedene Wege führen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Und die Staaten haben sich im Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet, globale Klimagerechtigkeit einzubeziehen. Climate Justice. Und das ist ein Begriff, der die letzten Monate um die Welt gegangen ist. Aber wahrscheinlich habt ihr euch auch gefragt, ja, was heißt das eigentlich, Klimagerechtigkeit? Das ist ein großer Begriff, aber was steckt wirklich dahinter? Und da gibt es eben auch verschiedene Ansichten. Ich habe eben schon ganz zu Beginn davon erzählt, dass ich eben selbst davon betroffen bin, dass zum Beispiel Politik und Wirtschaft nicht genug dafür tun, dass unsere Grundrechte geschützt werden und dass sie immer noch klimaschädliche Gesetze zulassen. Und für mich ist das ein Aspekt von Klimagerechtigkeit, dass ich endlich möchte, dass die Gesetze, die wir haben, klimafreundlich werden. Ich finde das ungerecht, wenn wir immer noch in einem System leben, in dem es schwierig ist, klimafreundlich zu leben und einfach klimaschädlich zu sein. Da gibt es ganz konkrete Beispiele. Zum Beispiel kostet es keine Umsatzsteuer, wenn ich nach Berlin fliege, aber wenn ich mit dem Zug fahre, schon. Das ist ungerecht, finde ich. Wenn ich fliege, muss ich nicht für das Kerosin Steuer zahlen. Wenn ich mit dem Auto fahre, schon. Genau. Also es gibt einfach ganz viele klimaschädliche Sachen, die jetzt gerade noch erlaubt sind und das finde ich nicht gerecht. Aber wenn wir jetzt auf der großen Skala denken und Staaten ihre Emissionen reduzieren müssen, dann müssen wir uns fragen, wie das passieren soll. Die letzten Jahrzehnte haben vor allem Industrienationen im Westen viele Emissionen in die Luft blasen dürfen. Und viele Länder aus dem globalen Süden sagen jetzt, okay, ihr habt über 70% der jetzigen Emissionen in die Luft geblasen. Wie ist das gerecht, wenn ihr jetzt sagt, wir dürfen auch ab heute nichts mehr emittieren? Wenn man sich vorstellt, was jetzt in der Atmosphäre liegt, ist es nachgewiesen, dass das meiste eben vom globalen Norden produziert wurde. Und der globale Süden sagt jetzt, okay, wir können nicht ab heute keine Emissionen mehr in die Luft blasen, weil ihr ja dafür verantwortlich seid, was uns jetzt direkt betrifft. Der globale Norden hat die letzten Jahrzehnte Emissionen in die Luft geblasen ohne Ende, aber die Menschen, die jetzt schon unter der Klimakrise leiden, leben im globalen Süden und haben teilweise noch nicht die Infrastruktur aufgebaut, die es möglich macht, klimafreundlich zu leben.
Deswegen haben sich die Nationen beim Pariser Klimaabkommen darauf geeinigt, bei der Reduktion und bei der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels globale Klimagerechtigkeit zu berücksichtigen. Und das heißt nichts anderes, als dass Länder, jetzt in Europa oder den USA, die jetzt schon Infrastruktur besitzen und fortgeschrittene Technologie, sagen, okay, wir legen uns ins Zeug und wir reduzieren noch schneller, damit die Länder, die noch nicht die nötige Infrastruktur aufgebaut haben, die Chance bekommen, diese Infrastruktur noch aufzubauen. Das heißt, Länder im globalen Norden nehmen ihre historische Verantwortung wahr und sagen, okay, es ist größtenteils uns verschuldet und unsere Infrastruktur, dass ihr jetzt mit den Folgen der Klimakrise am betroffensten seid. Deswegen werden auch wir alles daran setzen, noch schneller zu reduzieren als ihr. Das ist der zentrale Aspekt von Klimagerechtigkeit, dass sich Länder, die eben jetzt zum größten Teil an der Klimakrise schuld sind, dazu verpflichten, noch schneller zu reduzieren. Und Länder im globalen Süden mit finanziellen Hilfsmitteln, mit Technologie, mit Infrastruktur dabei unterstützt werden, ein nachhaltiges und ökologisches System aufzubauen. Wenn man sich aber jetzt umsieht, was wirklich passiert, fragt man sich, was ist 2015 eigentlich entschieden worden? Wir wissen, die Emissionen steigen weltweit immer noch und das Zeitfenster wird immer kleiner, damit wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Und gerade jetzt im September ist es einfach wichtig, dass die Staaten mit konkreten Plänen kommen. Der Generalsekretär Antonio Guterres war ja letzten Mai in Wien und hat die Staats- und Regierungschefs dazu aufgefordert, jetzt wirklich einmal etwas umzusetzen, weil die Länder zum Beispiel in der EU und in den USA, die sich eigentlich dazu verpflichtet haben, noch schneller zu dekarbonisieren, immer noch nichts weitergebracht haben. Und jetzt wird eben der Aspekt von Klimagerechtigkeit immer wichtiger. Denn wenn nicht einmal die Staaten, die die nötige Infrastruktur und die nötigen Technologien besitzen würden, wenn es nicht mal die schaffen, voranzugehen mit positivem Beispiel und die anderen mitzunehmen, dann stehen wir vor einer noch größeren Herausforderung, als wir es eh schon tun. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir, die die Chance haben, Druck auf unsere Regierungen auszuüben und die die Chance haben, weil wir einfach geografisch noch weniger von der Klimakrise betroffen sind, deswegen müssen wir uns noch mehr ins Zeug legen als die Länder im globalen Süden, die die Chance gar nicht dazu haben. Es ist eben in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Länder im globalen Norden mit positivem Beispiel vorangehen. Ich könnte euch jetzt Grafiken zeigen, wie viele Emissionen vom Norden ausgestoßen worden sind und wie wenige vom Süden. Aber wenn man sich anschaut, was ich hier zum Beispiel aufgezeichnet habe, dass es um einen Planeten geht, dann müssen wir uns halt auch denken, okay, wir alle haben Impact und wir alle können etwas verändern. Und es macht eben einen Unterschied, was Österreich tut in der Welt. Es macht einen Unterschied, was die Schweiz tut in der Welt. Wir alle können jetzt vorangehen und international eben zeigen, wir nehmen das ernst, wozu wir uns entschieden haben, wozu wir uns entschlossen haben und wir ziehen das jetzt durch. Weil unser Handeln Auswirkungen hat auf Ländern auf der ganzen Welt. Und vor allem im Süden, wo die Menschen eben jetzt schon mit den Folgen direkt konfrontiert sind. Nochmal, um das zu verdeutlichen, wir reden da eben von Verhältnissen, die für uns eigentlich nicht begreifbar sind. Also wie kann es sein, dass in den USA um das 15- bis 20-fache mehr ausgestoßen wird als in Ländern im globalen Süden? Das sind Verhältnisse, die sind für unseren, ja, in unserem Alltagsverständnis einfach nicht begreifbar. Und vor allem, wenn wir uns fragen, ja, was dürfte denn
eigentlich der jährliche CO2-Ausstoß sein, damit wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Und der ist um ein Vielfaches weniger. Und gerade Österreich mit 7 Tonnen pro Jahr ist halt auch gefragt, massiv zu reduzieren. Und dafür brauchen wir eben die Rahmenbedingungen. Wie gesagt, junge Menschen wollen nicht mehr wahrhaben, dass sich die Staaten ihrer Verantwortung entziehen und haben entschlossen, für ihre Rechte einzustehen und auf die Straße zu gehen. Fridays for Future ist weltweit zu einer Bewegung angewachsen, die es in diesem Ausmaß noch nie gegeben hat. In mehr als 110 Ländern ist diese Bewegung in den letzten Monaten gewachsen und sie wird noch weiter wachsen. Unter dem Motto Think Global and Act Local gehen eben jeden Freitag Menschen auf die Straße, um ihre Regierungen in die Verantwortung zu ziehen. Gerade jetzt im letzten Juni gab es zum Beispiel ein Vernetzungstreffen von allen Bewegungen in Europa, wo alle in der Schweiz zusammengekommen sind und eben diskutiert haben, wie es mit der Bewegung weitergeht, nachdem wir jetzt schon ein Dreivierteljahr gearbeitet haben. Es gibt ganz viel Vernetzung zwischen den einzelnen Klimastreikbewegungen, aber es ist wichtig, dass auch jedes Land und jeder Staat selbst entscheidet, okay, was macht jetzt in meinem Land am meisten Sinn, welche Strategie verfolge ich und wie vernetze ich mich mit anderen. Ja, und jetzt möchte ich noch ein bisschen darüber erzählen, wie das in Wien so abgelaufen ist. In Wien war das eben so, dass im Dezember 3 Studierende, die gerade von der Klimakonferenz aus Katowice zurückgekommen sind und gemerkt haben, wie Klimapolitik verhandelt wird und dass einfach nichts weitergeht, die dann beschlossen haben, okay, wir müssen das in Wien auch machen. Wir brauchen auch diese Bewegung in Österreich, denn auch unser Staat steht in der Verantwortung, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Ja, und das war so, dass im Dezember der erste Klimastreik angemeldet worden ist. Und ja, da waren so 30 bis 40 Menschen mal am Heldenplatz. Und was dann passiert ist, mit welcher Dynamik das gewachsen ist, das hätte sich niemand von uns gedacht. Also im Jänner und Februar sind dann immer mehr Menschen gekommen, vielleicht 100, 200, 300. Und auf einmal entstand im März diese weltweite Dynamik und beim ersten weltweiten Klimastreik waren am Heldenplatz auf einmal 30.000 Menschen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir waren in der Organisation vielleicht 10 oder 15 Amateurinnen, die einfach studiert haben oder in die Schule gegangen sind und keine Ahnung davon gehabt haben, was es heißt, Social-Media-Arbeit zu machen, Pressearbeit zu machen, diese Grafiken alle zu erstellen, Forderungen auszuarbeiten. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, was wir gedacht haben, das jetzt nötig ist. Und auf einmal gab es diese große Resonanz aus der Bevölkerung und ich, 23, war auf einmal beim Bundespräsidenten. Und das waren so Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, wie ist das jetzt passiert? Im Nachhinein ist das wirklich lustig zu erzählen, weil das ja erst vor ein paar Monaten war. Aber mittlerweile ist es ganz normal, dass man sich mit Parteienvertreterinnen trifft, mit eben dem Nationalratspräsidenten, mit Wissenschaftlerinnen. Und man merkt einfach, okay, jetzt ist die Zeit reif, sich einzumischen. Weil die Leute auch nur darauf warten, okay, irgendjemand muss Druck machen und irgendjemand muss die Dinge jetzt in die Hand nehmen, weil die jetzigen Personen in der Entscheidungskraft einfach nicht gewillt sind, etwas weiterzubringen. Und gerade diese Bestätigung, die man wieder bekommt, gibt uns halt das Zeichen, gut, wir können nicht aufhören, wir müssen weitermachen, weil wir eben sehen, dass die Zeit drängt. Und es war unglaublich schön, dass eben dann gleich so viele Menschen dabei waren in Wien und dass dann auch beim zweiten Klimastreik im Mai wieder 8.000 da waren und dann eine Woche später, als natürlich auch Greta da war, 35.000 Menschen am Schwarzenbergplatz waren. Und das sind Zahlen,
die vielleicht nicht viel bewirken. Es sind zwar nette Fotos, aber weitergehen tut immer noch nichts. Aber wir sind eben der festen Überzeugung, dass das Bewusstsein auf jeden Fall gewachsen ist und dass man das Thema nicht mehr ausklammern kann. Es ist eben das wichtigste Thema unserer Zeit und deswegen wollen wir einfach weiterhin dazu beitragen, dass es die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Ja, und was jetzt noch unsere konkreten Forderungen in Wien betrifft, haben wir als Fridays for Future Bewegung immer ganz klar im Fokus, dass es uns wichtig ist, dass der Ernst der Lage kommuniziert wird. Das heißt, dass eben zugegeben wird und dass die Politik sich offiziell dazu verpflichtet, zu sagen, die Klimakrise hat höchste Priorität. Denn zurzeit wird eben nicht dementsprechend gehandelt. Das ist immer noch ein Randthema in der Realpolitik und das darf es nicht sein. Die Klimakrise verdient die oberste Priorität und deswegen müssen auch dementsprechende Handlungen gesetzt werden. Deswegen fordern wir eben, dass die Politik offiziell anerkennt, dass wir in einem Notfall leben, in einem Climate Emergency und das auch der Bevölkerung kommuniziert. Das war jetzt unsere zentrale Forderung die letzten Monate und wir haben es auch geschafft, einen Entschließungsantrag mit allen Parteien zu verhandeln, in dem festgeschrieben wird, die Politik muss die Bevölkerung adäquat informieren, auf allen öffentlichen Kanälen. Es geht eben um Dinge, die ich vorher erklärt habe, was 1,5 Grad wirklich heißt und was Österreich wirklich tun kann. Das ist eine zentrale Forderung und natürlich auch, dass die Pläne dafür entwickelt werden, wie wir es schaffen können, zu dekarbonisieren. Und das ist alles in dem Climate Emergency Antrag festgeschrieben, der jetzt verhandelt wurde. Und wir fordern jetzt, dass im September dieser Antrag beschlossen wird. Und damit wir eben auch das öffentliche Bewusstsein lenken, haben wir gerade im Mai viele Projektionen gemacht, auch hier im Museumsquartier. Zum Beispiel auf das Leopold-Museum oder auch auf das MUMAG und auch auf die Votivkirche, weil es einfach wichtig ist, dass man im Alltag Zeichen setzt und die Leute wachrüttelt für dieses wichtige Thema. Und dazu möchte ich euch jetzt ein kurzes Video zeigen, weil wir auch schon bei der letzten Nationalratssitzung Druck gemacht haben, dass die Politik endlich anerkennt, in welcher Lage wir sind. Genau, wir haben einen Emergency-Empfang vom Nationalrat gemacht. Das war unser Emergency-Empfang bei der letzten Nationalratssitzung und wir waren dann auch im Nationalrat drin und haben unser Anliegen dargebracht und hatten halt hatten so T-Shirts an, wo dann eben Klimanotstand drauf gestanden ist und wir haben halt gemerkt, es ist echt wichtig, sich einzumischen und direkt mit der Politik in Kontakt zu treten. Und gerade, was jetzt ansteht im nächsten Monat, ist euch ja allen klar, das ist die nächste Nationalratswahl. Und bei dieser Entscheidung muss uns halt allen bewusst sein, dass die nächste Regierung, egal wer jetzt drin sitzt, es ist völlig egal, welche Parteien gewählt werden, sie alle haben die Verantwortung, Österreich jetzt auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Das muss allen bewusst sein, danach geht es nicht mehr. In 10 Jahren ist es zu spät, das Weltklima zu retten und deswegen müssen wir jetzt die Pläne entwickeln und die Handlungen setzen, die es braucht. Und uns ist es halt immer wichtig, dass die Wissenschaft bewerten kann, welche Pläne wirklich konkret effizient sind und deswegen wollen wir am 13. September eine Klimaprüfung machen, wo Vertreterinnen von allen Parteien dabei sind und wo dann Wissenschaftlerinnen evaluieren werden, okay, kann das mit dem 1,5-Grad-Pfad mithalten oder nicht? Auf das freuen wir uns schon, das wird am Heldenplatz stattfinden und wir haben auch schon viele Zusagen bekommen, weil eine Woche später dann die internationale Week for Future stattfinden wird, die gleichzeitig mit dem Climate Action Summit in New York stattfindet. Da kommen eben alle Staats- und Regierungschefs zusammen in New York und beraten über die nächsten Schritte.
Und wir beteiligen uns auch in Österreich und werden jeden Tag zu verschiedenen Themen Vorträge halten und Aktionen im öffentlichen Raum stattfinden lassen, um dann am 27. September einen großen Earth Strike, There is no Planet B, in Wien zu machen. Da sind alle aufgefordert, sich zu beteiligen, jung oder alt, im Studium, in der Arbeit, in der Schule, ganz egal. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt alle beteiligen und ein klares Zeichen dafür setzen, dass es eben um unseren Planet geht und dass wir uns alle dafür einsetzen können, weil jeder Beitrag zählt und auch Österreich das 1,5-Grad-Ziel einhalten muss. Ich habe euch da auch noch Flyer hingelegt und freue mich, wenn ihr jetzt noch Fragen habt für mich oder wenn ihr auch Fragen konkret zur Week for Future habt. Ich möchte euch noch kurz ein Video zeigen, was uns einfach immer wieder Energie gibt, und zwar, dass wir alle zusammenhalten, damit wir die große Herausforderung eben bewältigen können. Ja, danke schön, dass ihr heute alle da wart. Ich freue mich jetzt auf eure Fragen und vielleicht auch eure Herangehensweisen an das Thema Klimagerechtigkeit und Justice, und stehe gern für Fragen zur Verfügung.